Hey, sag mal, wird es heute eigentlich regnen? Also, es hat irgendwie schon Wolken. Nee, es ist doch ein wunderschöner Tag. Ja, ein wunderschöner Tag, aber ich glaube, es werden Wolken kommen. Tja. Also, so eine hohe, tiefe Stimme kann ich irgendwie nicht. Tja. Aber wie schön hier, ne? Sunset Valley, das ist echt eine schöne Nachbarschaft. Da hinten sind noch Haufen Häuser. Da oben werden wahrscheinlich die Reichen wohnen auch. Da bei dem Wasserfall. Alter, es ist wunderschön hier. Und dahinter geht es ja eigentlich auch noch weiter. Eine riesige Stadt. Hey, unser neues Auto ist voll schnieke. Und ich liebe die Natur. Oh, Schatz, ich liebe dich auch. Da fällt mir gerade ein, da könnte ich doch was machen. Hm? Küssen. Der Vogel. Ach, wie romantisch. Sieht ganz so aus, als würden Martin und Elena miteinander anbändeln. Hoffentlich haben sie eine schöne Verabredung. Ach, wie schön. Jetzt haben sie so Herzen drüber, ist das süß. Kreisen dann so rum. Geil, gefällt mir gerade. Ein bisschen flirten. So schön hier. Schwebekuss geben, was ist denn das hier? Wow! Das ist jetzt. Wow, das war jetzt richtig. Oh, das geht dir richtig ab. Scheinbar bekommt dein Sim die Temperatur der Spielwelt zu spüren. Möchtest du mehr über Temperatur erfahren? Ja. Temperatur. Im Verlauf eines jeden Tages ändert sich die Temperatur der Spielwelt. Draußen ändert sich auch die Temperatur der Sims entsprechend der in die Spielwelt herrschenden Temperatur. Zieh deinem Sim Outdoor-Kleidung an, bevor er rausgeht, damit ihm nicht kalt wird. Wenn es draußen warm ist, sorgt Badekleidung oder ein Sonnenschirm dafür, dass ihm nicht zu warm wird. Werden die Bedingungen unerträglich, schicke den Sim nach drinnen, damit die Temperatur des Sims schnell zum Normalzustand zurückkehrt. Es ist ein sehr gefährlicher Zustand für einen Sim, eingefroren zu sein. Wird nicht schnell etwas dagegen unternommen, kann er sogar erfrieren. Oh. Bitte anderen Sims um eine dauernde Hand, wenn du eingefroren bist. Ja, wie denn? Wenn ich eingefroren bin, dann kann ich ja nicht mehr reden, Alter. Was ist denn das hier? Wenn du dich zu lange in der Sonne aufhältst, kannst du einen Sonnenbrand bekommen oder noch schlimmer, spontan verbrennen. So richtig, dann gehe ich in Flammen auf, so richtig, dann brenne ich so wie eine Flamme. Wenn du brennst, bitte den nächsten Sim um Hilfe oder rufe mit dem Telefon die Feuerwehr, damit du gelöscht wirst. Oder stirb einfach. Alter. Ja, ist echt schön, ey. Das ist ja unglaublich. Was will er denn, einen Film gucken? Ja, einen Film gucken können wir ja eigentlich. Dafür müssten wir doch eigentlich Geld haben, ne? Ins Kino gehen. Können wir ruhig machen. Mit jemandem Freundschaft schließen. Machen wir später. Außerdem gehen doch eigentlich nur 4 Wünsche. Und Elena möchte eine tolle Zeit mit der Gruppe verbringen. Also jetzt, ne? Und gärtnern will sie. Ja, gärtnern. Eben, ja. Das ist halt jetzt eben die Frage, weil ich ja unbedingt. Beziehungsweise, wir haben ja einen kleinen Vorgarten da, ne, bei der Seite. Und jetzt habe ich mir gedacht, ob wir hier vielleicht wirklich gärtnern sollten oder ob wir das einfach weglöschen sollen. Aber ich glaube eher, dass wir doch was gärtnern sollen. Weil warum sollte das dann hier schon aufgebaut sein, ne? Schau mal einfach mal, ich weiß halt eben nicht, wie Gärtnern geht, aber ach, sie will sich auch einen Film angucken. Hoffentlich geht sich das dann noch aus mit dem Wunsch. Also Film angucken zuerst und dann halt eben Gärtnern. Und mal schauen, was sich da halt eben ergeben wird. Auf jeden Fall
Lieb eins mit der Natur. Naturliebhaberinnen sind am glücklichsten, wenn sie sich an der frischen Luft aufhalten können, weil es eben draußen ist. Hübscher Park. Das Geld, das die Stadt in diesen Park investiert hat, ist wirklich gut angelegt. Schaukeln, Rutscheln und Dschungelis. Wow. Ja. Über Banalitäten geredet. Ja, es gibt das Wetter. Und wie steht es um die aktuellen Ereignisse? Die passieren. Du hältst dich über die Sportmannschaften auf dem Laufenden? Solche Banalitäten regen zwar nicht den Verstand an, aber sie helfen, das Eis zu brechen. Aha. Ja. Das kennt man ja von den Senioren meistens, ne? Meistens die Rentner reden ja über Banalitäten, wo man sich echt denkt, wir jungen Leute denken uns, hä? Was labern die? Die reden über das Wetter, die reden über den Wald, was eigentlich vollkommen kein interessiert. Das ist völlig uninteressant eigentlich. Aber naja, das wollen wir ja nicht kapieren. Später, wenn wir alt sind, glaubt mir, dann werden wir genau drüber, über diese Sachen auch reden. Und dann werden wir auch sagen, was reden die Jugendlichen und so. Das ist voll witzig. Ach ja. Ach ja, wir wollten ja ins Kino gehen. Hat das Kino hier eigentlich schon... Wo ist denn hier eigentlich das Kino? Hat das Kino hier eigentlich schon offen? Ach, hier ist das Kinozeichen. Weidig Stadttheater. Ja, komm mal, cool. Film mit Verabredung ansehen kostet 60 Simoleons. Ja, das können wir uns sogar leisten. Ach, hier können wir uns sogar... Hä? Die Show ist fast vorbei, deshalb sind die Türen geschlossen. Ach nee... Dabei wollte ich doch jetzt einen Film anschauen. Mit ihr. Ma, ist das jetzt blöd. Ach, ist das jetzt ein bisschen ärgerlich. Hoffentlich hat das Kino ja eigentlich noch offen. Es ist ja fast erst 4 Uhr nachmittags. Kann man hier eigentlich angeln? Ein bisschen angeln könnten wir eigentlich, ne? Aber weißt du was? Was kann man hier eigentlich jetzt noch so machen? Ach, die haben eine öffentliche Toilette, ist klar. Ist bestimmt alles zugepisst und so. Huch, was ist denn das hier? Magischer Scheinwerferpilz. Mhm. Hier wachsen einfach... Ah, natürlich, hier wächst einfach mal durch diese Steine einfach mal ein Pilz durch. Ja, natürlich. Das ist ja auch ziemlich realistisch. Hier sind überall Büsche. Ja, hier gibt es sonst eigentlich nichts Besonderes. Ach, ist das hier mal ein... Das ist ein Marienkäfer auf dem Boden. Fangen. Versuchen wir doch einfach mal den Käfer zu fangen. Alter, wie der krabbelt. Huch, hier ist ja noch ein Marienkäfer. Fangen. Das Smartphone ist das Hand... Huch. Okay, und wohin geht der jetzt? Wieder zu, ist in dem Vogel, Alter, was der mit dem Vogel hat. Hat er doch selbst einen Vogel. Das Smartphone ist das Handwerkszeug, mit dem du deine sozialen Kontakte pflegst und der Welt verkündest, was du denkst. So wie zum Beispiel Facebook oder so, ja. Möchtest du mehr über die soziale Netzwerkefähigkeit erfahren? Ja. Soziale Netzwerkefähigkeiten werden durch Kontakte zu anderen Sims erlangt, mittels Textnachrichten, Blogs und Smartphone-Apps. Sims können diese Fähigkeit auch erlernen, wenn sie im Internet surfen, Videos streamen oder Bücher über soziale Netzwerke lesen. Indem dein Sim einen Blog erstellt und Beiträge schreibt, kann er sich Anhänger erwerben, Simoleons verdienen und seine sozialen Netzwerkefähigkeiten verbessern. Es gibt 3 verschiedene Arten von Blogs, die jeweils über ein eigenes Themenspektrum verfügen. Themenspektrum? Je mehr Anhänger das Blog deines Sims anzieht, desto höher fällt seine Bewertung aus. Dein Sim kann seine Anhänger um Spenden bitten und das Blog, wenn die Bewertung hoch genug ist, sogar verkaufen. Alter, wie geil ist das? Naja, Business, ne? Wenn dein Sim seine sozialen Netzwerkefähigkeiten verbessert, erhält er neue Folien und Apps für sein Smartphone. Die Beziehungstransformator-App ermöglicht dir zum Beispiel die Beziehung zwischen deinem und einem beliebigen anderen Sim zu ändern. Ach so, also so richtig Transformator, so zzzz. Und auf einmal habe ich Gefühle, oh, ich liebe dich. So richtig. Martin Williams hat sein erstes Insekt gefangen. Es war nicht leicht, den glitschigen Käfer...
zu fassen bekommen, doch der Triumph diesen ersten Fangs ist ein erinnerungswürdiger Augenblick. Oh, ich habe einen Käfer gefangen, wie aufregend, das muss ich unbedingt in mein Erinnerungsalbum schreiben, weil das ist unglaublich, das ist, ja. Martin hat gerade einen Marienkäfer gefangen, der ist 7 Simoleons wert, wow, ein gewöhnlicher Fund. Das heißt also, ich kann das jetzt hier einfach hinziehen und das für, ja, 7 Simoleons verkaufen, mach mal. Alter, wir sind voll arg. Und sagen wir 7 Simoleons mehr bekommen wegen einem Käfer. Ist ja unfassbar. Wir sind total tierfreundlich, natürlich. Wir nehmen einfach Käfer und verkaufen sie. Alter. Oh Gott, was habe ich da nur gemacht? Ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Ich habe es gefangen und dann kam dieser Spieltipp und irgendwie, naja, hat sich halt eben so ergeben. Was kann ich denn dafür? Was hat denn jetzt Ellen eigentlich vor? Zusehen? Bei was denn schon wieder zusehen? Was ist denn das hier? Ein Haufen Dreck oder was? Achso, nee, eine Schildkröte. Ach so, ein Haufen Dreck. Mein Gott, Entschuldigung, Mr. Schildkröte. Ich wollte sie nicht Dreck benennen. Indische Dachschildkröte. Aha. Warte, ich zoome ein bisschen, damit ihr es besser sehen könnt. Ach nee. Das ist aber ein hübscher. Eine hübsche Schildkröte, wollte ich natürlich sagen, ne? Und der kreist ja die ganze Zeit, der weiß einfach nicht wohin. Ach, ist das süß. Ach Gottchen, ist das süß. Huch, nee, die Ausländerin. Sie mich verstehen können? Ich essen wollen, also brauch Essen hier. Wir haben hier kein Essen. Verschwinden Sie. Alter, hör auf, das ist... Nein, hör auf. Twiggletwalk, Alter, ich kenne dich doch nicht mal. Jetzt lass mich in Ruhe. Komm, geh schnell noch einmal so etwas betrachten oder sitz hier oder irgendwas. Mach irgendetwas anderes, aber red nicht mit ihr. Ist voll unheimlich. Okay, das heißt, den Film können wir also nicht schauen. Das heißt, wir werden irgendwie schauen, dass wir auch gärtnern können, bevor dieser Wunsch weg ist. Und Martin geht wieder dem Vogel zusehen. Das ist ja unglaublich. Hä, hier drüben ist auch ein Vogel? Was ist denn das für ein Vogel hier eigentlich? Ach. Wunderschön einfach. Ich liebe es hier einfach. Huch, mit Manuel plaudern? Wer ist Manuel? Ach, das Maskottchen. Warum plaudert? Ja, meiner Frau geht's gut. Ja, was wollen Sie denn von ihr? Alter, Sie sind ein Universitätsmaskottchen. Ich war schon längst an der Uni, ey. Und außerdem, lassen Sie meinen Computer in Ruhe. Der ist gerade neu. Den habe ich gerade neu um 800 Simoleons gekauft. Der ist gar nicht mal so billig. Aha. Ja, da plaudert er einfach mal mit diesem Manuel hier. Elena. Alter, jetzt redet sie schon wieder. Alter, das gibt's doch gar nicht. Boah, Alter, kann man die nicht einfach verscheuchen oder so? Verabschieden? Verschwinde. Es ist so eine ekelhafte Ausländerin. Entschuldigung, eigentlich habe ich nichts gegen Ausländer, aber eigentlich, boah, die nervt hier einfach. Das ist unfassbar. Und wie viele Vögel, Papageien es hier eigentlich gibt oder was das für eine Vogelarten sind hier im Park. Ist einfach unfassbar schön. Was ist das hier am Boden hier überall? Ach, das sind Bohnensamen. Qualität schlecht, na super. Altraunensamen, kenne ich nicht. Eisenhutsamen. Alter, was sind das hier alles für eine Samen? Ach ja, huch. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gern besser kennenlernen. Die Ausländerin. Entschuldigung, mir wird, glaube ich, gleich schlecht. Hör auf, mit der zu reden. Die macht mir schon richtig Angst. Und es wird jetzt schon irgendwie Abend. Es ist ja bereits schon jetzt schon fast 7 Uhr. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder nach Hause gehen. Alter. Komm, Schatz, wir gehen nach Hause. Ach, die muss jetzt aufs Klo, oder wie? Oh, sie muss ganz dringend. Ja, dann lauf doch. Alter, lauf. Geh nicht, lauf.
Wo ist denn hier eigentlich die Toilette? Ach, da drüben, okay. Hier sieht nämlich fast alles so gleich aus. Und da kommt schon wieder diese Obdachlose. Ganz ehrlich, das ist unglaublich. Martin Williams hatte Lust zu lesen und ist in die Bibliothek gegangen. Was zum Teufel? Der sollte doch nach Hause gehen. Hä, geht er doch? Hä? Ist das Spiel jetzt buggy geworden oder wie? Du kannst die Erinnerungen deiner Sims jetzt über Facebook oder die Sims 3 Website mit deinen Freunden teilen. Ja, aber ja, ich habe doch schon gesagt, mit online da will ich eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich will einfach ganz normal Sims spielen ohne Online-Sachen. Bei Sims 4 ist man ja eigentlich schon gezwungen, aber Sims 3 Gott sei Dank noch nicht. So, Entschuldigung, ich wollte ja dich nicht beobachten. Ich meine, es gibt ja wohl Pixel, ne? Ist ja klar, aber ich will dich trotzdem nicht bedrängen, indem ich dir glotzend zusehe, wie du gerade pisst. Hier ist also das Kino. Nächste Vorstellung ist erst morgen um 17 Uhr. Ah, blöd. Was macht er denn jetzt? Computerspiele spielen daher zu Hause, aha. Sternzeichen von Gudrun, grün erfahren, klar. Es gibt nichts Spannenderes, als zu erfahren, welches Sternzeichen die Ausländerin hat. Mhm. Keine Ahnung, ob sie jetzt eine Ausländerin oder eine Obdachlose ist. Ich glaube eher das Zweite.